Ich bin fremd gegangen. Es ist keine Uhr einer deutschen Marke. Ganz im Gegenteil, es ist eine Uhr aus Japan. Und zwar handelt es sich um die Seiko SRPH11K1. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, es ist wieder soweit. Eine Woche am Arm ist mein Thema heute, denn im Urlaub, ihr seht das an meinem Hintergrund hier, ich nehme gerade im Urlaub auf, habe ich mir eine Uhr gekauft und ich muss gestehen, ich bin fremd gegangen. Es ist keine Uhr einer deutschen Marke. Ganz im Gegenteil, es ist eine Uhr aus Japan. Und zwar handelt es sich um die Seiko SRPH11K1 oder aber auch besser bekannt unter dem Namen Seiko Ninja Samurai. Jetzt muss man sich natürlich fragen, macht diese Bezeichnung überhaupt Sinn? Weil man kann entweder ein Ninja sein oder ein Samurai, aber nicht beides. Aber die geschwärzten Versionen mit der gelblich elfenbeinfarbenen Leuchtmasse wurden seit einigen Jahren als die Ninja-Versionen bezeichnet und hier basiert es auf dem Modell Samurai. Insofern ist das tatsächlich dann von der Bezeichnungslogik her die Version Ninja Samurai. Ich habe sie mir gestern geholt, heute angelegt und werde euch jetzt eine Woche lang aus dem Urlaub einmal täglich über meine Erfahrungen mit dieser Uhr berichten. Wir haben Sonntag, Tag 1 meiner eine Woche am Arm und meine Ninja Samurai ist am Arm. Ja, gestern habe ich sie ganz spontan gekauft. Ich war auf der Promenade hier in Heringsdorf und hatte so verschiedene Juweliere gesehen und wie immer gehe ich hin, gucke und es waren sehr viele Modemarken dabei. Nichts, was mich richtig überzeugt hat, aber ein Laden hatte auch Seiko. Und eigentlich hat mich die Sumo immer schon interessiert. Ich hatte drei verschiedene Sumos und ich wollte sie gerne nochmal an den Arm legen, habe dann aber den Preis gesehen und die Seiko-Preise sind ja wirklich explodiert. Die Sumo kostete laut Liste 810 Euro. Das hat mich echt aus den Socken gehauen. Ich habe mir dann noch einige Seiko 5 angeguckt und dann kam der Verkäufer mit dieser Uhr hier um die Ecke und meinte, die würde ihm auch sehr gut gefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Seiko-Modelle und Seiko-Politik nicht wirklich verfolgt. Ich hatte die Uhr nur gesehen und mir gefiel sie richtig gut, also habe ich zugeschlagen. Und erst nachher geguckt, was sich hinter der Modellbezeichnung wirklich verborgen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr glücklich. Ich habe nicht den Listenpreis von 510 Euro bezahlt, sondern rund 10% weniger. Ich weiß, im Internet gibt es noch größere Abschläge, aber für mich ist es auch eine Urlaubserinnerung. Und auch die Limitierung von 8000 Stück nehme ich nicht wirklich ernst. Für mich ist es einfach eine schöne Uhr. Und ich kann jetzt nach, ich habe so glaube ich 2 oder 3 Stunden am Arm, schon sagen, das Silikonband ist glaube ich ein Band, was ich echt länger tragen kann, obwohl ich ja sonst nicht der Silikon- und Kautschukband-Typ bin. Hat mich richtig überrascht. Zahlen, Daten, Fakten, Maße, was mir so aufgefallen ist, das teile ich noch über die Woche. Jetzt zeige ich euch einfach mal ein paar Impressionen der Uhr, so wie ich sie sehe, wie ich sie wahrnehme. Und mit Text versehen werde ich es über die nächsten Tage.
Es ist Montag, kurz nach 11:30 und meine unmögliche Seiko ist noch am Arm. Unmöglich deshalb, ihr wisst es, Ninja Samurai geht nicht gleichzeitig. Erwartungsgemäß ist die Seiko über die Nacht unglaublich gut ablesbar gewesen. Seiko schreibt ja immer, dass die Leuchtmasse Lumi Bright ist, also nicht die üblichen Bezeichnungen, die man aus der Schweiz kennt. Unglaublich hell, super ablesbar. Ich habe sie mit der Taschenlampe aktiviert. Es war wirklich richtig beeindruckend. Ich werde es in den nächsten Tagen auch mal ohne zusätzliche Aktivierung probieren. Mir sind allerdings ein paar Sachen aufgefallen, die ich mit euch teilen möchte. Zum einen muss ich ganz ehrlich sagen, der Stundenzeiger sieht toll aus. Aber mir persönlich ist er geringfügig zu kurz. Da muss ich also öfter hingucken. Der kurze Minutenzeiger stört mich weniger als der kurze Stundenzeiger. Nachts ist es fantastisch, durch das Dreieck sehr gut zu erkennen. Tagsüber muss ich hin und wieder suchen. Was mir hingegen wirklich super gut gefällt, das ist die zweifarbige Lünette mit dem hier etwas bronzefarbenen abgesetzten Teil. Finde ich richtig, richtig klasse. Ja, ich war mit der Uhr jetzt auch eine Stunde schwimmen, trägt sich super angenehm. Das Silikonband, kann man das sehen, ist leicht strukturiert auf der Rückseite. Ich habe bisher noch nicht unter dem Silikonband geschwitzt. Nun gut, wir haben hier auch ein sehr bescheidenes Wetter. Aber trotzdem, normalerweise, spätestens am zweiten Tag, möchte ich alle Gummi-Silikon-Kautschukbänder ablegen. Hier ist das überhaupt nicht der Fall und das fand ich echt klasse. Wir haben Dienstag ungefähr 11:45 und die unmögliche Seiko, meine Ninja Samurai, ist noch am Arm. Ich habe letzte Nacht die Uhr nicht mit einer Taschenlampe aktiviert und konnte sie trotzdem die ganze Nacht über ablesen. Richtig toll, finde ich klasse, gefällt mir sehr gut. Sie ist übrigens nach wie vor am Silikonband sehr angenehm am Arm. Also das ist für mich eine der größten Überraschungen. Auch wenn das Silikonband etwas Fusseln anzieht, das zeige ich euch aber gleich nochmal etwas näher im Detail. Es ist nicht so schlimm wie mit anderen Uhren, die ich habe, aber es ist doch zu erkennen, dass das Silikonband ein kleiner Fusselmagnet ist. Vielleicht werde ich in den kommenden Tagen mir noch ein Segeltuchband bestellen. Ich finde, das würde hervorragend zu der Uhr passen. Ein ausfransendes Canvas wäre nicht so toll, würde mir nicht so gut gefallen, aber ein schönes, wasserfestes Segeltuchband, das wäre schon ziemlich klasse. Was mir auch aufgefallen ist, sind zwei Sachen zum Gehäuse. Das Gehäuse auf der Flanke ist ja eigentlich eher matt, aber zwischen den Hörnern ist es poliert und das finde ich ganz gut. Das Polierte ist übrigens auch genauso wie an der geriffelten Kante der Lünette, die im Übrigen auch leicht übersteht, sodass sich Lünette und der Raum zwischen den Hörnern optisch ähneln und das gesamte Gehäuse eher matt ist, finde ich klasse. Ich denke auch, die Uhr trägt sich unter anderem deshalb so angenehm, weil die Lünette übersteht, das heißt, der Durchmesser an der Lünette gemessen ist nicht das Gehäuse. Und das Gehäuse ist leicht abgeschrägt, wird also zum Arm hin etwas schmaler, sodass sich die Uhr auf dem Arm selber wahrscheinlich eher wie eine 41 oder 42 mm Uhr trägt. Dazu kommt noch der etwas hervorstehende Boden, sodass die Auflagefläche auf dem Arm insgesamt relativ klein ist, verglichen mit dem nominell großen Durchmesser, sodass sich die Uhr super trägt. Ja, die besondere Gehäuseform ist mir also aufgefallen, sowie das Spiel zwischen polierten und mattierten Flächen. Richtig gut, gefällt mir gut und hatte ich beim ersten Hingucken so gar nicht wahrgenommen. Wir haben Mittwoch, Tag 4, meiner eine Woche am Arm und ihr könnt sehen hier am Hintergrund, wir sind nicht mehr im Urlaub. Wir hatten zwar für 2 Wochen gebucht, aber nach 10 Tagen Kälte, Wind und Regen
Und einem Hund mit entzündeten Augen hatten wir die Nase voll, haben abgebrochen, sind ein paar Tage früher nach Hause gefahren. Hier scheint die Sonne, hier haben wir über 20 Grad. Es ist, naja, ihr wisst, was ich sagen will. Also wir sind wieder hier, es ist schönes Wetter und wir freuen uns jetzt die letzten Tage im Urlaub an der Sonne und lassen den Regen im Norden Deutschlands, wo wir gewesen sind, aber jetzt eben nicht mehr sind. Meine unmögliche Seiko, die Ninja Samurai, ist noch am Arm und ihr könnt sehen, ich habe das Band gewechselt. Ich hatte ja das Silikonband dran und war damit auch wirklich zufrieden. Das hat sich echt angenehm getragen, aber es war schlicht und ergreifend ein Fusselmagnet und ich habe jetzt ein Lederband dran mit, kann man das sehen, integrierten Anstößen. Ich finde, das passt sehr gut zur Uhr. Und werde es wohl auch einige Zeit dran lassen, denn dieses Band ist zudem wasserfest und das finde ich sehr angenehm und kann die Uhr damit überall tragen. Der Vorteil, dass ich wieder hier bin, ist, ich kann euch morgen einige bessere Aufnahmen der Uhr zeigen. Wir haben Donnerstag, Tag 5 meiner eine Woche am Arm und meine Seiko Ninja Samurai, die unmögliche Seiko, ist immer noch am Arm. Ja, wie ich gestern schon erwähnt habe, habe ich ja das Band gewechselt. Es ist ein Lederband, ein Chronissimo-Band und ich finde, es passt zu der Uhr unglaublich toll. Ich bin richtig begeistert davon. Es gibt der Uhr so ein kleines bisschen einen Flieger-Touch und war wirklich überrascht, wie gut es zu der Taucheruhr passt. Ich habe euch heute mal eine andere Aufnahme mitgebracht, nicht direkt was zur Uhr, sondern ich habe mir ein neues kleines Werkzeug gekauft. Und zwar handelt es sich dabei um einen Tischschraubstock. Da kann ich also die Uhr in einem kleinen Uhrenhalter oder Werkhalter einsetzen. Der ist groß genug, dass ich auch die komplette Uhr da einsetzen kann und die Plastikpinne sorgen dafür, dass die Uhr auch nicht verkratzt. Und somit habe ich die Uhr dann ganz stabil und vor allen Dingen in einer angenehmen Arbeitshöhe, wenn ich das Band wechseln möchte. Und ich habe auch einen Bandhalter, wenn ich ein Stahlband kürzen möchte, sodass nichts mehr auf dem Tisch rumrutscht und rumwackelt. Und das Tollste an der ganzen Geschichte, dieser Tischschraubstock hat gerade mal 16 oder 17 Euro gekostet. Absolut klasse, ich bin da richtig begeistert von. Ich packe euch einen Amazon-Link dazu in die Videobeschreibung. Ja, morgen mache ich noch ein paar Aufnahmen von der Uhr, insbesondere mit gutem Licht und dem Lederband. Wie gesagt, ich bin richtig angetan von dem Lederband und fühle mich, auf Deutsch gesagt, sauwohl damit. Wir haben Freitagabend kurz nach 6:30. Meine Seiko Ninja Samurai ist noch am Arm. Ich habe gerade Aufnahmen für 4 Uhren gemacht. 2 von Circula und 2 von Mien. Kommt über die nächsten Wochen und hat mir richtig Spaß gemacht, weil da waren richtig, richtig, richtig geile Sachen dabei. Ich kann das gar nicht anders ausdrücken. Freue mich da riesig drüber. Deswegen habe ich jetzt hier auch mein Setting noch so ein kleines bisschen stehen. Ich nehme die Kamera mal in die Hand und zeige euch mal, wie das aussieht, wenn ich hier Aufnahmen mache. So, ich hoffe, man kann das hier einigermaßen sehen. So sieht das aus, wenn ich Aufnahmen mache. Und ja, ich habe jetzt in der Tat das Setting halt noch stehen und kann auch noch einige bessere Aufnahmen der Seiko machen, was ich jetzt machen werde. Ja, wie gesagt, ich wollte ein paar bessere Aufnahmen der Seiko machen und jetzt geht das sogar einigermaßen gut, da ich ja mein Lichtzelt hier stehen habe. Zunächst einmal der Stundenzeiger der Seiko ist poliert. Ich habe oft hin und her geguckt und auch meine Frau gefragt, ob der glänzend schwarz lackiert ist oder metallisch poliert. Wir haben uns darauf geeinigt, dass er metallisch poliert ist und die schwarze Reflexion durch die schwarze Farbgestaltung der Uhr kommt. Also das war sehr interessant für mich. Da habe ich also echt eine ganze Zeit lang drauf rumgerätselt.
Der Minutenzeiger reicht nicht an die Minuterie heran. Das ist schade, kenne ich aber von der Sumo, hat mich nie wirklich gestört. Ich weiß, dass das viele stört. Insbesondere wenn man taucht, ist der Abstand zwischen dem Minutenzeiger und der Tauchskala auf der Lünette dann natürlich relativ lang. Und da fällt es dann unter Umständen schwer, Minuten genau abzulesen. Also für eine Taucheruhr, die wirklich zum Tauchen benutzt wird, wäre es vielleicht in der Tat besser, wenn der Minutenzeiger etwas länger wäre. Was ich euch aber heute vorrangig zeigen wollte, das ist das Chronissimo-Band, was, wie ich finde, ganz, ganz toll zu der Uhr passt und der Uhr, ja, wie gesagt, so etwas beinahe Fliegermäßiges verleiht, einen leichten Charakter einer Fliegeruhr. Und das zeigt mir, wie wandelbar die Ninja Samurai ist. Eine wirklich schöne Uhr, die auch dankenswerterweise nicht zu hoch baut. Den polierten Stahlboden, ja, den kann man mögen oder nicht. Mich stört er nicht. Die Krone ist schön groß und griffig. Und Ziffernblattablesbarkeit, da habe ich ja über die Woche schon relativ viel zu gesagt. Das Chronissimo-Band ist hier, glaube ich, eins von die Modell. Man kann es nicht mehr genau lesen. Gibt es aber auch von anderen Herstellern. Es gibt auch Hersteller, die hier unterhalb des Dorns noch eine separate Lasche haben, dass die Schließe gar nicht auf den Arm kommt. Das mag ich nicht so gerne. Ist etwas komplizierter zu schließen. Ich habe hier die einfacheren Ausfertigungen lieber. Schade finde ich, dass ich noch kein Band gefunden habe, was ein 22er Chronissimo ist mit orangefarbener Kontrastnaht. Weiß habe ich gesehen, blau habe ich gesehen, rot habe ich gesehen, aber orange zum Minutenzeiger habe ich noch nicht gesehen. Aber auch das Weiß finde ich passt hier wirklich sehr gut zu der Uhr. Es ist Samstagabend, wir haben kurz vor 12. Und meine Seiko Ninja Samurai ist noch am Arm. Das heißt, ich habe die ganze Woche durchgehalten und bin richtig angetan von der Uhr. Mit dem schwarzen Chronissimo, was ich jetzt am Band habe, an der Uhr habe, finde ich, ist sie wirklich eine perfekte Uhr in Schwarz. Und ich werde das wahrscheinlich so lassen und das Silikonband aufheben für was weiß ich. Aber das gefällt mir richtig gut. Ich habe schon ganz viel über die Uhr gesagt. Ich kann eigentlich nichts Neues sagen, außer dass ich den Kauf keine Sekunde bereut habe, sie sich richtig komfortabel trägt und deutlich kleiner und angenehmer am Arm ist, als es die eigentlichen Maße vermuten lassen. Auch die Bauhöhe finde ich sehr angenehm, die Form, die zum Boden hin etwas zusammenläuft. Die Krone ist griffig. Ah, eine Sache kann ich noch sagen, fällt mir gerade ein. Ich habe zum ersten Mal wirklich ein bisschen auf die Zeit geachtet, auf die Ganggenauigkeit, was mich normalerweise nicht so wahnsinnig interessiert. Aber bei den Seiko-Werken habe ich sehr durchwachsene Erfahrungen gemacht. Die Uhr ist jetzt die Woche mit ungefähr 7 Sekunden im Plus gelaufen. Ist jetzt nicht berauschend, aber auch kein Weltuntergang. Deckt sich so ein kleines bisschen mit meinen persönlichen Erfahrungen über die 4R-Werke von Seiko, die 6R-Werke, die ich hatte, liefen etwas genauer, hatten aber Anlaufschwierigkeiten. Die 4R-Werke sind so ein kleines bisschen launisch und ja, es deckt sich eben ganz genau mit meiner Erfahrung. Insofern alles, wie ich es erwartet habe und für den Preis eine tolle Uhr und ich freue mich sehr, dass ich sie habe. Ich freue mich noch mehr, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr denkt, was ihr von der Uhr haltet, ob ihr sie vielleicht auch habt oder eine andere Samurai. Ansonsten bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos, denn da kommen echt ein paar ganz interessante, das kann ich euch versprechen. Bis dahin, tschüss, euer Axel.